Herzlich willkommen bei Michis Schulfernsehen. Heute zeige ich euch eine Bastelarbeit, nämlich Fingerstricken. Dazu braucht man Wolle und die Hand. Man gibt es sich auf die Hand, mit der man nicht schreibt. Und zwar so. Man fädelt im Slalom durch und wieder zurück und legt den Faden drüber. Der kurze Anfang ist die Absperrung. Der muss hinten bleiben. Und dann hebt man immer die Schlaufe über den Faden. Schlaufe über den Faden. Die Schlaufe über den Faden. Und dann zurück. Das geht immer so weiter und weiter. Dann kann man immer wieder da hinten anziehen und hinten entsteht die Schnur, das Seil, wie auch immer man es nennen mag. Man kann das stundenlang machen, man kann Farbe wechseln, man kann Wollfäden zusammenstückeln. Je länger, umso besser. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was macht man mit so einer Schnur? Ich habe mir dazu was überlegt. Ich würde mir wünschen, dass ihr mir diese Schnüre schickt. Und ich sie dann alle zusammenknote und bei mir vor der Bezirksvorstehung ist ein Fahnenmast. Den würde ich dann mit dieser ganz langen bunten Schnur umwickeln, damit er schöner wird. Dazu brauche ich aber natürlich ganz, ganz viele Schnüre, die möglichst lange sind. Wenn man dann zum Beispiel mal keine Lust mehr hat und aufhören möchte, nimmt man einfach einen Stift und kann das runtergeben und dann ist man wieder befreit. Ich habe da schon eine gestern vorbereitet, die ist schon so lang und da würde ich dann einfach die andere dran binden. Ich zeige euch jetzt bei dieser Schnur noch, wie man es wieder drauf gibt und wie man dann den Abschluss macht. Also man fädelt sie dann einfach wieder rauf, eine Schlaufe pro Finger und am Schluss, wenn der Faden aus ist, nimmt man am besten eine Schere, dann tut man sich nicht weh beim Abreißen und dann fädelt man den Faden, der da aus ist, durch und zieht es runter. Fängt es ein und zieht es runter. Diese Schnur wäre jetzt fertig. Ich freue mich schon, wenn ihr mir eure Schnüre schickt.